Ist gestern wieder spät geworden? Ja, so. Hm. Wo warst du denn so lang? Ja, Sitzung. So. Hättest du heute Nacht was von mir wollen? Schon, aber du hast schon geschlafen. Ja, freilich. Bei der Nacht bin ich müde, da schlafe ich. Ja. Und beim Tag, da muss ich arbeiten. Du, ich lieg auch nicht den ganzen Tag auf der faulen Haut. Geh, geh, geh. Was tust denn du schon groß? Kss, kss. Also, was das? Eine Ehe ist das auch nicht mehr. Geh, wieso denn nicht? Du warst denn eigentlich die ganze Nacht? Ich hab dir doch schon gesagt, Sitzung. Aber doch nicht bis um 3:30 in der Früh. Ja, mei, manchmal zieht sie sich halt, gell? Wirf mich nicht an. So eine Sitzung dauert doch nicht bis um 3:30 in der Früh. Da steckt doch irgendein Weißbund dahinter. Ja, Schaffzeiten, sag einmal, was ist denn los mit dir? Suchst du vielleicht einen Streit, hä? Ich möchte bloß wissen, wo du so lange warst. Das hat man davon. Da möchte man einmal ein bisschen zärtlich sein, nicht? Einmal im Monat und dann, nicht? Dann. Ja, ja. Guten Morgen. Morgen. Kommen Sie an den Tisch hier sitzen? Oder ist gerade Gewitterstimmung? Nix ist. Morgen, Papa. Guten Morgen. Spät heimgekommen ist er. Ich weiß schon. 3:30 war's. Da sag mal, wer hat Sie vielleicht von euch zwei schon überwacht? Okay, Papa. Ich hab nur die ganze Nacht nicht schlafen können. Drum hab ich die gehört. Wieso kannst du nachts nicht schlafen? Du jetzt nicht ablenken, gell? Du warst nämlich derjenige, der so spät heimgekommen ist. Du, ich sag dir. Ich sag dir, dass ich frische Hemden brauche und eine frische Unterhosen brauche ich auch. In der Alten kann ich mich nicht mehr sein lassen. Wem willst denn du deine Unterhosen zeigen? Nein, aber jetzt hol ich dir mal deine Mutter an, die spinnt doch ein bisschen. Ein frisches Hemd habe ich natürlich gemeint. Du, ich kenn dich. Guten Morgen. Familienidylle beim Bürgermeister. Da sieht man halt gleich, dass in dem Haus die Welt noch in Ordnung ist. Und der Kaffee, wie der duftet. Ja, der duftet, Gelbart, aber nicht für Sie. Sie können ja gleich wieder verduften. Wie kommen Sie überhaupt da rein? Durch die Tür, wie jeder anständige Mensch. Die stand übrigens offen und das hat mich doch ziemlich gewundert. Danke. Sie werden sich gleich noch mehr wundern. Draußen vor der Tür ist ein Klingel. Gut, dass Sie mir das sagen. Beim nächsten Mal nehme ich's dann. Was machen Sie denn eigentlich schon so früh bei uns, Herr Bader? Ich wollte meiner Pflicht als braver Bürger und pflichtbewusster Gemeinderat nachkommen. Er, braver Bürger und pflichtbewusster Gemeinderat, dass ich nicht lache. Gebar, das ist ja noch bisher gegen alles gewesen. Gegen alles! Das stimmt nicht, Herr Bürgermeister. Bei der Erweiterung unserer Kläranlage, da habe ich zugestimmt. Und ich war auch für die Sanierung von unserem geschichtsträchtigen Gebäude. Dieses geschichtsträchtige Gebäude, diese alte Hirben, die hätte man besser abgerissen. Das wäre uns billiger gekommen. Also, was treibt den pflichtbewussten Gemeinderat zu mir? Ja, also. Stellen Sie sich vor, Herr Bürgermeister, bei uns im Rathaus ist heute Nacht eingebrochen worden. Man hat eine Fensterscheibe eingeschlagen und das Fenster steht sperrangelweit offen. Na, Einbruch im Rathaus? Jetzt macht dieses Gesindel nicht einmal mehr vom Rathaus halt. Ja, Sie müssen sofort drüber gehen und sich die Sache anschauen. Ich rufe schon mal die Polizei an. Nichts da. Keine Polizei, da brauchen wir doch keine Polizei nicht. Sie sind gut. Schau ich doch selber nach. Es ist ja unglaublich. Ein Einbruch im Rathaus! Kommen Sie, Vater, was ist denn? Was ist denn? Moment, Herr Bürgermeister. Sie bleiben da, bis ich wieder komme, gell? Ja. Bin gleich wieder da. Jawohl, ich warte mit dem größten Vergnügen. Das muss ich mir jetzt auch anschauen. Räumst du deinen Tisch ab, weil ich gleich zum Einkaufen gehe, gell? Mach ich. Wiederschauen, Herr Vater. Auf Wiederschauen, Frau Bürgermeister. Das hat mir jetzt seit 5 Stunden gefällt. Und mir erst. Ich hab die ganze Nacht nicht schlafen können. Na, ich schlaf schon seit ein paar Nächten immer. Morgens, mittags und abends kann ich nichts mehr essen, weil ich immer an dich denken muss. Und nachts kann ich dann nicht schlafen, weil ich so viel Hunger hab. Oh, armer Freddy. Weißt du was? Jetzt sitzt du erst einmal hier und isst ein bisschen was.
Jetzt musst du nicht an mich denken. Jetzt bin ich ja da. Also das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ah, oh, das ist ein Kaffee. Der allein ist es schon wert, dass man das Junggesellenleben beendet und in den Hafen der Ehe einläuft. Ja, schon, aber du, Freddy, ich hab die ganze Nacht drüber nachgedacht, ob das eigentlich richtig ist, was wir da machen. Aber Schatz, wir haben doch lang und breit drüber geredet und wir waren uns doch einig. Du hast geredet, ich hab nur zugehört. Das ist doch das Gleiche. Wir wollen doch ab jetzt nur mehr noch mit einer Zunge reden und mit einem Hirn denken. Ja, freilich. Aber du erlaubst schon, dass ich ab und zu mein Hirn auch einschalte. Ja, aber natürlich, Schatzal. Du, was anders? Hast du deinem Vater das Hosal in die Tasche reingesteckt? Ja, hab ich schon. Aber gerade deswegen mache ich mir ja Sorgen. Zu spät. Jetzt hast du den Stein schon ins Rollen gebracht. Ja, aber... Nix aber. Denk bitte schon dran, was sich dein Vater heute Nacht geleistet hat. Ja, und habe dir nicht prophezeit, dass er nie zugeben wird, dass er selber die Fensterscheibe eingeschlagen hat? Ja, das stimmt schon. Und wie skandalös er sich und sein sauberer Freund, der Herr Haberer, aufgeführt haben im Wochenendhaus vom General. An dem ist nur dieses Flischerl schuld gewesen. Mhm. Die hatten doch ganz narrisch gemacht. Na. Da gehören immer noch zwei dazu. Ja, aber muss schon zugeben, hübsch war sie schon, ja. Oh, und eine Figur hat sie gehabt. Freddy? Keine Angst, mir kann die nicht gefährlich werden, hab ja dich. Ja, das möchte ich auch hoffen. Komm her, setz dich mal auf meinen Schoß. Du willst doch nur ablenken. Setz dich her, dann erfahrst du schon, was ich von dir will. Du, ich sag das, ich mein das ernst. Ich auch. Was, ich auch. Weil ich dich so viel besser küssen kann. Also du bist doch ein... herzensguter Mann. Einen besseren hätte ich nie finden können. Was willst jetzt du mit einem Mann? Nein, ich doch nicht. Ich sag doch nur, was du hättest sagen sollen. Ja, so weit kommt's noch, dass du mir vorschreibst, was ich zum Sagen hab. Denk bitte dran. Eine Zunge und ein Hirn. Nix da. Du vergisst wohl, dass ich die Tochter vom Bürgermeister bin. Ja, genau so gern, wer du bist, diesem... Oh, Jesus, Papa. Hast du mich jetzt erschreckt? Was machst du auf dem seinen Schuss? Da bist doch nur du schuld. Ich? Wieso ich? Ja, was schreist denn da so draußen am Gang? Ich bin gleich so erschrocken, dass es mich umgehört hat. Ah, und direkt auf den seinen Schoß nach? Ja. Schön war's. Sag mal, was machen Sie überhaupt noch da? Ich frühstücke. Was machen Sie? Wie viel haben Sie schon gegessen? Eine halbe Semmel. Ausspucken. Ich hab den Herrn Bader eingeladen. Ja, aber ich nicht. Aber Herr Bürgermeister, Sie haben doch gesagt, dass ich auf Sie warten soll. Und Ihre Tochter hat mir ein Frühstück angeboten. Und höflich wie ich bin, sage ich da nicht nein. Aber ich sag jetzt raus. Ja, also gut, dann rufe ich jetzt die Polizei an. Ja, das machen Sie nicht. Ich brauche doch keine Polizei, Bader. Ach so, dann ist also gar nichts gestohlen worden? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht nachschauen können. Ich hab den verkehrten Schlüssel erwischt. Ach ja, dann. Na ja, und überhaupt. Brauchen wir ja gar keine Polizei. Ja, ich meine, der Chef der Polizei sind ja schließlich Sie. Ja, genau. Ich bin der Chef der Polizei. Und ich sag jetzt... Nix da, Papa. Du holst jetzt den richtigen Schlüssel und schaust nach, was im Rathaus gestohlen worden ist. Und ich räum dabei den Tisch ab, damit der Herr Bader nichts mehr essen kann. Die halbe Semmel, darf ich die jetzt behalten, oder... Das sag ich Ihnen, Bader. Ich sag Ihnen das, Bader. Nix sagst du. Du schaust nach, was im Rathaus los ist. Und ich pass auf, dass er da bleibt. Gut, aber ich bin gleich wieder da, gell? Gleich wieder bin ich da! Sag einmal, hat es jetzt sein müssen, dass du so ärgerst? Und hat es sein müssen, dass er sich vor so einem Flittchen so zum Narren macht? Nein, das hat nicht sein müssen, aber... Außerdem waren uns wir doch einig, dass dein Vater einen Denkzettel verdient, hä? Ja, und außerdem ist es so die beste Gelegenheit, dass ich ihm klar machen kann, dass ich der ideale Schwiegersohn bin. Ja, hoffentlich geht das gut. Du, aber der Mama sag ich heute noch, dass sie in 7 Monaten Oma ist. Naja, wenn's denn schon sein muss, ja. Ja. Ah, aber ja, ja. Wiedersehen.
der kann die scheinbar gar nicht recht leiden. Ja, weißt du, seit ich immer mal in einer Sitzung widersprochen habe und auch noch recht gehabt habe, seitdem geht er mir aus dem Weg. Ja. Oh, das ist er bestimmt wieder. Weißt du was? Du gehst jetzt dabei ins Gästezimmer. Was? Ja, und ich komm dann noch. Ui, und das schon am frühen Morgen. Jetzt verschwindet. Ja. So, jetzt kommen sie rein, aber ja, ist schon weg. Ja, wo ist er denn hin? Ich hab ihn rausgeschickt. Na, das hast du gut gemacht. Ja. Sagen Sie mal, was haben Sie denn gegen den Herrn Bader? Ja, das darf ich nicht sagen. Mhm. Das ist nicht öffentlich. Mhm. Wo ist denn dein Vater? Der ist im Rathaus. Hm? Stellen Sie einer vor, da ist heute Nacht eingebrochen worden. Na. Ja. Ja, und? Wer war's? Das muss ich erst noch aufklären. Das muss ja ein Schienertepp gewesen sein, der ins Rathaus einbricht. Da gibt's doch nichts zum Holen. Der muss ja Psufer gewesen sein. Jetzt nehmen Sie doch Platz, Herr Haberer. Der Papa kommt bestimmt gleich. Ja, ja, ja. Dankeschön. So. Du bist auch schon da. Ja, der Herr Bauunternehmer Hauser. Und? Was sagt er? Nix. Ja, das weiß ich auch. Aber wer hat er das formuliert? Gar nicht. Ja, Herrschaftszeiten. Jetzt sag halt schon, was er wegen der eingeschlagenen Fensterscheiben gesagt hat. Ja, war's nicht. Mei, bist du halt wieder witzig. Was gehst denn beim Saufen? Das geht doch dir und Rego. Man sieht's ja doch an. Du hast ja schon eine ganz rote Nase vom Saufen. Ja, na und? Na und? Und? Was machst du dagegen? Nix. Weiter saufen, bis lila ist. Hey, hast du immer recht viel Durst, gell? So weit lass ich gleich gar nicht kommen, gell? Das hab ich auch schon gehört. Geht der Bauer gern was trinken, sieht man es an seinem Zinken. Der rutscht schon doch am Buckel runter. Das hab ich schon jemand anderem versprochen. Ein Tipp! Rümpfig! Das ist immer noch Sache des Bürgermeisters, die Personalien aufzunehmen. Ja, aber er hat angefangen. Ich hab bloß gesagt, dass du eine rote Nase hast vom Saufen. Die ist ja gar nicht vom Saufen so rot geworden. Von was denn dann? Von meiner Frau. Oh, was von deiner Frau? Hm? Ja, aber denkt das nicht daheim? Das hat mir ich auch gedacht. Jetzt ist mir alles klar. Du bist zu spät heimgekommen und sie zu früh. Ja, ja. So ähnlich. Für die Weiber kann man es auch nicht recht machen, gell? Kommst du zu früh heim, dann meinen sie, du möchtest noch was für einen. Und kommst zu spät heim, dann meinen sie, du hast schon. Du bist einmal spät, kommst du und möchtest noch mal ausnahmsweise, dann darfst du nicht, weil sie zu mir ist. Also, was ist jetzt? Ist was gestohlen worden? Ah, wo überhaupt nichts. Da hat wahrscheinlich irgendjemand aus lauter Übermut die Fensterscheibe eingeschmissen. Hey, da machen wir überhaupt kein Aufhebens nicht draus. Und mit sowas belasten wir auch nicht unsere Gemeindekasse. Wann er da schaut's her, da schmeißt jeder von uns einen Schein rein und die Sache ist erledigt. Ah, Dankeschön. Dankeschön, dass ihr wenigstens noch meinen Hut zurückgegeben habt. Ja, aber warum sollen wir die eingeschlagene Fensterscheibe zahlen? Die irgendwas eine Rauge eingeschmissen hat. Das verstehe ich einfach nicht. Also alles, so kenne ich die gar nicht. Also sonst hast du auch jeden Schmarrn aus der Gemeindekasse zahlt, oder? Ja, was darf ich euch zu trinken anbieten, hä? Ein Bier, Wein, Schnaps? Genau in der Reihenfolge. Also für mich nix. Ich muss gleich noch auf Baustelle. Okay, Alter, sind wir allein, kannst du noch mittrinken. Ja, also gut. Aber bloß einen. Mehr gibt's auch nicht. Wir haben noch genug von gestern. Ah, ihr wart also gestern miteinander weg? Ja, wir waren dienstlich unterwegs. Für die. Für mich? Ja, wir waren draußen im Wochenendhaus vom General, weißt du, um endlich einmal diese leidige Angelegenheit aus der Welt zu schaffen. Ja, warum habt ihr mir da nichts gesagt? Ich war doch mitgegangen. Ja, du warst doch nicht daheim. Und außerdem bist du befangen. Okay. Red doch gar so einen Schmarrn. Und? Was hast du ihm gesagt? Ich habe ihm das gesagt, was wir in der nächsten Sitzung sowieso beschließen. Mhm. Nämlich, dass er sein Wochenendhaus, das er ohne behördliche Genehmigung gebaut und erweitert hat, wieder abreißen muss. Das du ihm erweitert hast, gell?
Obwohl du genau gewusst hast, dass er keine Genehmigung hat. Der General ist mein Freund. Ich werde doch was für einen Freund machen dürfen. Der Freili. Du hast doch gesagt, du willst der Freili. Er hätte schon wollen. Und ich auch. Aber dann ist alles ganz anders gekommen. Ach, was ist denn passiert? Ja, der General war ja gar nicht da. Aber dafür die Frau. Was denn für eine Frau? Doch nicht die hübsche Linda. Ja, genau die. Ah. Und der Bürgermeister ist ja gleich verfallen. Ah, verfallen, verfallen. Red du kannst ja einen Schmarrn daher. Sie hat uns heute besoffen gemacht und dann hat sie uns bezirzt. Oh. Dich vielleicht. Na ja, auf, du warst der Stock besoffen. Du, der war so besoffen, der hat einen Nebel gesehen, obwohl sie überhaupt gar keinen gehabt hat. Ja. Beim Heimgehen ist er auf alle Viere die Landstraße entlang getappt, hat nach vorn gedeutet und gesagt, ui, der Nebel ist so dicht, dass sogar die Vögel zu Fuß gehen. Aber ich hab mich nicht bezirzen lassen, ne? Kunststück, das war ja nicht schwer. Von dir hat sie nichts wollen. Sie hat sich halt den Bestaussehendsten rausgesucht. Nein. Sie hat sich an den gehalten, von dem sie eine Unterschrift braucht hat. Ach, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Du hast also was unterschrieben? Was war denn das? Doch nicht die nachträgliche Genehmigung. Doch. Genau das hat er gemacht. Und wie dann die Linda plötzlich ihr Hosen ausgezogen hat und ihm von der Nase rumgeschwenkt hat, da war sein Widerstand gebrochen. Du, mitten in der Nacht ist er ins Rathaus gefahren, hat den Dienststempel geholt und hier den Wisch unterschrieben. Ja, dann ist doch alles in schönster Ordnung. Du hast doch bloß das gemacht, was wir sowieso hätten machen sollen. Darauf drücken wir jetzt. Ja, ich weiß nicht. Prost! Prost! Also, Mann, irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen. Okay. Ein Gewissen hast du auch. Sei doch du, Staat. Du bist mir was neidig, weil dir die Linda nichts wollen hat. Ja, ich war dir vielleicht neidig, wenn du das gekriegt hast, was du wollen hast, gell? Aber nachdem die Linda ihre Unterschrift gehabt hat, gell, hat sie uns höflich, aber bestimmt heimgeschickt. Mei, sie weiß nicht, was sie gehört? Ja, sie weiß, wie man einen Mann bezirzt. Du, mein Lieber, die hat mich so narrisch gemacht, dass ich zum Schluss überhaupt gar nicht mehr gewusst hab, was ich eigentlich gemacht hab. Mei, du hast genau das Richtige gemacht. Wir können doch das Haus vom General einfach abreißen. Welche Gemeinde hat schon einen General bei sich wohnen? Da haben wir schon was davon. Müllerwein, das, wenn im Gemeinderat bekannt wird, dann ist der Teufel los. Ja. Und dann der Bader erst, der Grüne da. Du Bürgermeister, ich darf doch nur rein, gell? Du, Bürgermeister, der war für übrigens heute schon da, der Bader. Das weiß ich schon, ja. Der hat mir das gesagt, das mit der eingeschlagenen Fensterscheibe. Ach du liebe Zeit. Und die Großmaurer, die Wasmeierin, wenn die erst erfahrt. Oh, yes. Also, ein Großmeier hat die wirklich. Du, wenn die beim Zahnarzt ihren Mund aufmacht, dann sagt er zu ihrer, nicht so weit, Frau Wasmeier. Ich selber mehr gern heraußen bleiben. Okay, das ist doch bloß heiße Luft, was von der rauskommt. Also, das kriegen wir schon hin, gell? Aha. Aber ich muss jetzt wieder auf meine Baustelle, ja. Wir reden dann später weiter. Ja, servus, Simmerl. Du, Simmerl. Ja? Ja, was ist mit der eingeschlagenen Fensterscheibe? Ach so, ja. Ja, du Bürgermeister, mach doch einen Spendenaufruf. Ja, aber schreib gleich dazu, wenn nicht genug Spenden zusammenkommen, sehen wir uns gezwungen, ein Konzert zu geben. Ja, und wer gibt das Konzert? Der Männergesangsverein. Ach, richtig gut. Also bloß das nicht. Bei mir lieber ich die Fensterscheibe. Ja. Also alles, mach dir keine Gedanken. Es war schon richtig, wie du das gemacht hast. Pfiat ja. Euch. Du Bürgermeister, wir brauchen doch das niemandem sagen. Und im Gemeinderat, da sagst du einfach, du hast die ganze Angelegenheit dem Regierungspräsidium übergeben. Ey, dann ist doch alles bloß aufgeschoben. Na ja. Ah, Herr Bürgermeister, Sie sind schon wieder zurück. Und? Haben Sie feststellen können, ob irgendwas gestohlen worden ist? Ja, da ist doch zuerst die Silvia reingegangen. Da. Spinnst du jetzt? Nein, ich hab's ja nicht gesehen. Die Silvia da ja, nicht? Ja. Hey, was tat denn die Silvia da drin? Geh. Silvia! Also bitte, die ist doch nicht da drin. Ich hab sie aber ganz genau da rein gesehen. Sag mir, Gustav, wie fest hat denn dir gestern der Alte aufs Hirn gehauen? Also, was ich gesehen hab, hab ich gesehen. Du, Papa, wo ist Mama? Achso, du hast einen Besuch. Ja, also, ja bitte. Silvia, warst du heute schon in unserem Gästezimmer drin? Was soll ich denn da drin?
Ich hab den Herrn Bader reingeschickt und hab gesagt, er soll da drinnen auf dich warten. Jetzt glaub ich, jetzt ist es soweit. Ich hab Halluzinationen. Sauf nicht so viel, Gustav, ja, wenn du nicht vertragst. Ja, aber ich hab doch Halluzinationen. Guck, das ist ja. Und? Hat dich jemand gesehen, wie du beim Fenster rausgestiegen bist? Nein, ich glaub nicht. Hoffentlich bleibt dem Haderer kein Schaden zurück, wenn er sich nur länger auf den Kopf haut. Bei einem Hohlraum entsteht bekanntlich kein Schaden. Gustav! Wer hätte gedacht, dass das so schnell gehen kann? Und Bader, was meinen Sie noch da? Ja, Sie haben doch gesagt, dass ich auf Sie warten soll. Ja, das haben Sie bereits zur Genüge getan. Auf Wiederschauen, wenn es schon sein muss. Ja, aber eigentlich hätte ich noch was Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Ach, da braucht sie mich ja nicht, gell? Ich habe jetzt keine Zeit für Sie, Bader, und Ihre wichtigen Angelegenheiten. Ach, ich denke schon, dass Sie ein bisschen Zeit haben für mich. Ich muss in die Sitzungen schon viel zu viel Zeit für Sie aufbringen, weil Sie immer gegen den Strom schwimmen müssen. Ja, und das lassen Sie und Ihre Freunde mich auch jedes Mal merken. Ja, Bader, das ist aber so, gell? Ein altes Sprichwort sagt schon, wer gegen den Strom schwimmt, der muss viel schlucken können. Da haben Sie recht. Aber ich habe jetzt genug geschluckt. Jetzt ist ein anderer dran. Ake, Herr Werde. Stellen Sie sich vor, Herr Bürgermeister. Ich kenne auch jemanden, der gegen den Strom geschwommen ist. So, so. Wen denn? Den Fenstereinschmeißer. Den Fenstereinschmeißer? Den Fenstereinschmeißer. Und Sie sind doch sicher mit mir einer Meinung, dass der, der die Fensterscheibe eingeschlagen hat, gegen den Strom schwimmt. Ich meine, sowas macht man doch nicht in so einer kleinen Gemeinde. Na, sowas macht man nicht. Na. Und ich weiß sogar noch mehr. So, was denn nun? Ich weiß, dass sich zwei Männer in einem Wochenendhaus von einer schönen Frau haben verrückt machen lassen. Einer von den beiden ist sogar Bürgermeister. Na. Ja. Und er hat so seinen Kopf verloren, dass er mitten in der Nacht zum Rathaus gelaufen ist, die Fensterscheibe eingeschlagen hat und den Dienststempel gestohlen hat. Den Dienststempel? Den Dienststempel, ja. Und dabei ist er auf den ältesten Trick der Welt reingefallen. Die schöne Frau hat nämlich so getan, als ob sie ihr Höschen auszieht. Aber das hat sie natürlich nicht gemacht. Sie hat extra dafür eines vorbereitet. Und mit dem ist sie dann schwingend auf den Mann zugegangen und hat mit verführerischer Stimme gesagt, wenn Sie mir das Schriftstück unterschreiben, dann können Sie alles von mir haben. Hat sie das gesagt? Genau so. Und wie dann der total verwirrte Mann das Schriftstück unterschrieben hat, hat ihm die schöne Frau das Höschen in die Tasche gesteckt und ihn mitsamt seinem besoffenen Freund heimgeschickt. Hat's das gemacht? Genau so. Und Sie können das alles beweisen? Natürlich. Aber stellen Sie sich doch einmal vor, Herr Bürgermeister, was passiert, wenn das in der Gemeinde bekannt wird? Der verwirrte Mann, der streitet das bestimmt alles ab. Na ja, bestimmt probiert er das. Aber es wird ihm nichts nützen. Ich habe einen absolut glaubwürdigen Zeugen. Ist er so glaubwürdig wie Sie? Ja, das ist er. So, und jetzt lasse ich Sie mit dieser Neuigkeit allein. Ich bin mir sicher, dass es noch einmal heiß hergehen wird im Gemeinderat, bevor Sie ins Sommerloch fallen. Der Einzige, der gleich in ein Loch fallen wird, das sind Sie. Na, oh, Herr Bürgermeister, mir macht das nichts aus. Ich bin das gewöhnt, ich vertrage sowas. Aber ob Sie das vertragen, wenn die ganze Gemeinde schreit, Bürgermeister, zieh raus! Bürgermeister, zieh raus! Sie das sagen, ich wenn Sie da irgendwas in Umlauf bringen sollten... Ich bringe überhaupt nichts in Umlauf. Vorläufig einmal nicht. Ich möchte Ihnen nämlich die Chance geben, dass Sie alles wieder in Ordnung bringen. Sagen Sie mir, was erlauben Sie sich eigentlich? Wer glauben denn Sie, dass Sie überhaupt sind? Ich bin der Freddy Bader, Mitglied der Opposition. Ja, was ist denn? Und wenn ich Ihnen sag, dass Sie die Sache mit dieser nachträglich erteilten Baugenehmigung wieder in Ordnung bringen sollen, dann denke ich dabei nur an Sie. Wissen Sie,
Ich habe mich schon so an Sie als Bürgermeister gewöhnt, dass ich Sie wirklich vermissen tät. Raus, Bader, raus! Ja, ich gehe ja schon. Aber denken Sie bitte an das, was ich Ihnen gesagt habe. Und noch was, Zier. Ah, Herr Bürgermeister, schauen Sie doch mal in Ihre Hosentasche, ob das Höschen noch drin ist. Schmarrn, da was. Also, ich, Herr Bürgermeister, ich würde das ganz schnell verschwinden lassen, bevor Ihre Frau heimkommt. Auf Wiedersehen, Herr Bürgermeister! Also, wenn ich das Hosen so betrachte, dann kann ich schon verstehen, warum ich gestern so verrückt worden bin, weil die das so rumgeschminkt hat. Aber der Bader hat schon recht, der hat recht. Dass mit dem Gemeinderat bekannt wird, dann bin ich die längste Zeit Bürgermeister gewesen, dann kann ich mich nirgends mehr blicken lassen. In einer Stunde komme ich wieder. Und Sie kennen ja die alte Politikerformel, eine Hand wäscht die andere. Sie haben also eine Stunde Zeit, um sich zu überlegen, was Sie mir anbieten können. Was ich Ihnen anbieten kann, das ist ein Platz am Friedhof draußen. Ach, ich bin mir sicher, dass Ihnen da viel was Besseres einfällt. Sonst, Bürgermeister, Zier, raus! Zeiten, Nomine, was tue ich denn bloß? Ermorden, vergiften, erwürgen, das wär's Gescheitste, ey. Irgendwas muss mir doch einfallen da. Du Papa, ist die Mama jetzt schon da? Was möchtest du schon wieder da? Ha? Ich möchte bloß wissen, wo Mama ist. Ich weiß nicht, such's halt. Du Papa, hast du vielleicht irgendwelche Probleme? Ich hab doch keine Probleme. Doch, ich hab Probleme. Und was für? Wenn man mit diesem Bader zu tun hat, dann hat man immer nur Probleme. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich hab immer gemeint, der Herr Bader wäre der eifrigste Gemeinderat im ganzen Dorf. Der eifrigste Gemeinderat im ganzen Dorf, dass ich nicht lach. Weißt du, was das für einer ist? Ein Verhinderer ist das. Ein Verhinderer! In jeder Gemeinde braucht man so einen Mann. Damit solche Leute wie der Hauser mit seinem Baugeschäft nicht nur die ganze Gegend zu betonieren. Komm. Was verstehst denn du schon von Politik? Schau lieber nach, ob deine Mutter nicht schon vom Einkaufen zurückriss. Also wenn's kommt, dann sagst du, ich bin im Gästezimmer. Ich bin im Gästezimmer. Ich hab andere Sorgen. Wie Zeiten noch nicht. Was tue ich denn bloß? Irgendwo muss ich es doch verschwinden lassen. Nein, nicht im Schreibtisch. Mein Alte, wenn da schnuffelt, dann ist der Teufel los. Aber irgendwas muss ich doch machen. Na, Moment einmal, das gehört doch eigentlich gerade so gut der Sylvie angehören. Ja, freilich. Ah, das darf gehen. Das müsste bloß bei uns da so irgendwo so rumliegen, ja? Was suchst du da am Boden? Plüschmischer. Blaue Plüschmischer. Ich sehe überall blaue Plüschmischer. Blaue was? Plüschmischer, blaue Plüschmischer überall. Was soll denn das sein? Keine Ahnung, aber ich sehe welche. Plüschmischer. Ah, da ist schon wieder eins. Lauter blaue Plüschmischer. Jetzt fangen die miteinander zum Spinnen an. Das wird schon seinen Grund haben. Und ich habe eigentlich früher noch Mitleid gehabt mit ihm. Mit wem? Mit meinem Alois? Nein, mit Gustav. Ich habe ihm doch heute Nacht eine auf die Nase gehaut. Ja, machst du mir jetzt einmal die Sache da abnehmen? Was, du hast deinen Mann geschlagen? Ja, und
Und das hat der sich gefallen lassen. Der war doch stockbesoffen. Drum habe ich ja so eine Wut gehabt. Ich war doch gestern bei meiner Schwester. Und da habe ich zum Gustav gesagt, dass es wahrscheinlich später wird und dass ich dann gleich über Nacht bleibe. Und er hat mir es auch ganz fest versprochen, dass er daheim bleibt. Ja, wir sind dann doch früher fertig geworden, wie wir gemeint haben. Und dann bin ich halt doch noch heimgefahren. Um 12 Uhr war ich daheim. Und der Kerl ist nicht da. Und was tut da eine liebende Ehefrau? Sich hinsetzen und sich sorgen. Um eins haben sie meine Sorgen verdoppelt. Um zwei verdreifacht. Um 2:30 habe ich schon halber gewarnt. Und um 3:30 ist er dann endlich gekommen. Sternhagel voll. Und dann hast du ja mal hingeführt. Ja, ich hab so eine Wut gehabt. Da ist mir die Hand ausgerutscht. Du, vielleicht hat ja auch das Dings da was mit der Nachtstorn. Ja, wenn ich dir doch sag, dass der total besoffen war, da weiß doch der nicht einmal mehr, wo so ein Dings da hingehört. Ja, der Silvia. Ja, du hast ja wahrscheinlich keine solchen Dinger. Vielleicht ist das ein Fehler. Ja, Kathi, das ist schön, dass du noch da bist. Du, wenn du jetzt heimkommst, dann sag doch deinem Gustav Bescheid. Er soll gleich zu mir rüberkommen. Wir müssen noch ein paar wichtige Dinge für die nächste Sitzung besprechen, weißt du? Ja, ich weiß nicht, ob ich sieg. Seit heute Nacht geht er mal aus dem Weg. Ja, du darfst ihm nicht besser sein, wenn er gestern ein bisschen später heimgekommen ist. Ich bin schuld, ich hab mich aufgehalten, ja, weißt. Naja, wir waren gestern noch beim Hirzing in der Weinstube ein bisschen beieinander gesessen. Naja, und da hat halt eine halbe die andere gegeben, nicht? Und auf einmal ist halbe geworden. Ich bin ihm ja nicht mehr bes. Aber ich kann es ihm nicht sagen, weil ich noch nicht gesehen habe. Ja, wenn du jetzt heimkommst, dann rennt sich das ganz bestimmt wieder ein. Oh ja. Ja, da ist ja immer noch das kleine Geschenk, das ich dir schon lange mal geben wollte. Was? Du möchtest mir was schenken? Na, gerade dir natürlich nicht. Dir doch nicht, meine. Meiner Frau natürlich. Jetzt wird's da. Ja, ja, hast denn du heute Geburtstag oder Hochzeitstag oder sowas? Nein, nein, einfach so. Da muss ja ich holen. Vielleicht passiert ja bei mir daheim auch so ein Wunder. Jetzt haben wir schon 26 Jahre verheiratet, aber einen Ring hast du mir noch nie geschenkt. Und dann gleich so einen Schädel. Nice. Es gibt immer ein erstes Mal, gell? Ja. Ja, Simon, ich bin's. Na, wer? Ich natürlich. Mei, mei, mei. Ja, Simon, du musst gleich zu mir rüberkommen. Wir müssen noch ein paar wichtige Dinge besprechen. Ja? Ja, gleich. Ist passiert. Danke, Janis. Also, der ist ganz schön. Entschuldige mal. Ich kauf dir doch schließlich kein Klumpen, oder? Du, alles. Jetzt war ich nicht mehr. Ich glaube, ich rufe beim Gustav noch einmal an. Ja, ja, weißt du, sicher ist sicher, ja. Was meinst du? Gustav, du musst gleich zu mir rüberkommen. Ja, gleich. Wir müssen noch ein paar ganz wichtige Dinge besprechen. Es pressiert, ja. Jetzt war ich nicht mehr. Was glaubst du, wenn der Gustav jetzt gleich auch rauskommt? Da bist du ja endlich, Mama. Ich such dich schon die ganze Zeit. Ach, gerade jetzt. Stör ich irgendwie. Ich kann auch später wieder kommen, wenn euch das lieber ist. Nein, überhaupt nicht. Du störst du überhaupt nicht. Nein, wirklich nicht. Nein. Wenn der Haber und der Hauser da sind, dann sagt's mir Bescheid, gell? Ach, gerade jetzt muss die Silvia kommen. Ist schon. Was ist denn? Du, Mama, ich muss unbedingt mit dir reden. Ja, du. Ich mit dir auch. Diese nächtlichen Besuche von deinem Freund, die müssen aufhören, gell? Diese Heimlichtuereien, die habe ich jetzt endgültig einmal gesagt. Siehst du das, Mama? Genau über das wollte ich mit dir reden. Ich finde, es ist an der Zeit, dass mein Freund durch die Tür in mein Schlafzimmer kommen darf. Sag mal, Silvia, wer redst denn du? Du weißt ja gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, sitz dir lieber hin, Mama. Es kommt nämlich noch mehr. Ich bin schwanger. Was bist du? Ja, in andere Umstände. So heißt doch das, wenn man ein Kind kriegt. Magst du auch eine? Sauer macht lustig. Oh Gott, das wohl, meine Tochter ist schwanger.
Die Tochter vom Bürgermeister kriegt ein Kind. Ja, meine Mama, ich hab doch auch nicht gedacht, dass man von so ein paar Mal gleich so schwanger wird. Gesagt, wegen der Verhütung, wenn es denn schon unbedingt sein muss, habe ich dir doch gesagt, dass da solche Pillen gibt. Nein, das hast du nicht gesagt. Ach, angedeutet hast du es, gell? Angedeutet. Gesagt hast zu mir, die beste Verhütung ist Nein sagen. Und das muss ich irgendwie vergessen haben. Wie kann man denn sowas vergessen? Wie kann man denn sowas bloß vergessen? Ja, mei. Genauso, wenn man die Pille vergisst. Um Gottes Willen, was wird denn dein Papa dazu sagen, wenn der das erfährt? Früher oder später muss er es ja sehen. So lange können wir nicht warten, das müssen wir ihm schon früher sagen. Ja, das denke ich auch. Auf alle Fälle musst du jetzt heiraten, so schnell wie möglich. Ja, Mama, ich hab doch gewusst, dass ich mich auf dich verlassen kann. Moment einmal, gell. Erst einmal. Was ist er? Was hat er? Und was kann er? Okay, Mama, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich hab eigentlich gedacht, du fragst mich, Kind, liebst du ihn? Und ich hätte dann gesagt, ja. Ja, das wird dann später kommen. Erst einmal müssen wir die Fragen durchgehen, die dir dein Vater stellen wird. Also, was ist er? Er ist der schönste und der liebste Mann auf der ganzen Welt. Ob das dein Papa langt? Ja. Ich hab doch gesagt, auf der ganzen Welt. Am besten gibt's nicht. Madel, du kennst doch deinen Vater. Der hat doch an jeden was zum Aussitzen. Und? Was hat er? Gute Manieren, Durchsetzungsvermögen, Führungsqualitäten und ein unbegrenztes Selbstvertrauen. Ja, ja, das glaubt dein Vater alles von sich selber. Ein Zweiter von der Sorte wird er bestimmt nicht in der Familie haben wollen. Und? Wie schaut's so aus? Er verdient nicht schlecht. Ja, wenigstens ein Pluspunkt. Und was kann er? Das sag ich nicht. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, was das ist. In ein paar Monaten werden wir es ja dann sehen. Aber mich würde interessieren, was er sonst noch kann. Alles. Er kann einfach alles. Dein Vater glaubt auch, dass er alles kann. Und? Darf man jetzt vielleicht nur wissen, wer das ist? Kennen? Tja, freilich kennst du ihn. Und der Papa kennt ihn noch viel besser. Ja, dann ist ja alles in Ordnung, wenn er den Papa gut kennt. Ja, aber einen Fehler hat er doch, Mama. Hab ich's doch gewusst. So einen Mann, wie du gerade beschrieben hast, gibt's nämlich nur in Heiratsanzeigen. Nein, den gibt's schon wirklich. Der Fehler ist nur sein Name. Er heißt nämlich Freddy Bader. Was? Was, der Bader Freddy? Ja, der Bader Freddy. Nimm nur Gurken, Mama. Wieso muss jetzt ausgerechnet ich eine Tochter haben, die ein lediges Kind auf die Welt bringt? Ich bring kein lediges Kind auf die Welt. Wenn das Kind auf die Welt kommt, bin ich schon lang verheiratet. Madel, das lass doch dein Papa nie zu. Nie! Der Freddy meint, dass ihn der Papa heute noch anflehen wird, dass er mich heiratet. Madel, lass den Kerl sausen, der ist ja größenwahnsinnig. Warten wir's ab, Mama. Ah, Silvia! Du hast dich doch gesehen, gell? Und jetzt habe ich einen Zeugen dabei. Ganz wurscht, wo du hingehst, der sieht alles. Gell, Simon? Genau, da. Gustav, deine Frau hast du noch nicht gesehen heute, gell? Nein, du, ich bin ja gerade noch ausgekommen. Sie wollte sich nämlich bei dir entschuldigen, weil es gestern vielleicht doch ein bisschen zu fest zugehaut hat. Was? Komm, Madl, lass mal die Männer allein. Was ist denn mit dem? Bleibt es da als Anschauungsobjekt? Ja, freilich. Und? Sagt er dir das vielleicht was? Komm, geh weiter. Lass mal's allein. Das gibt's ja nicht. Das kann doch nicht sein. Was kann nicht sein? Ja, die hat jetzt das genauso gemacht wie die andere heute Nacht. Das machen alle Frauen so. Die meine ich nicht. Aber die Silvia hat es jetzt genauso gemacht wie die andere. Und das gleiche Hosal war das auch. Solche Hosal gibt's zu Tausenden im Kaufhaus. Jetzt gib endlich eine Ruhe. Weißt du eigentlich, warum es da alles hergestellt hat? Vielleicht wegen dem Hosal. Da sollst du jetzt aufhören. Das kostet jetzt einen Schnaps. Das Hosal? Ich hau dir gleich noch mehr auf die Nase. Dann wird's vielleicht schneller lila. Wegen dem Hosal? Jetzt ist aber Schluss, gell?
Geh weiter, bring mal die Schnapsflaschen und ein paar Gläser. Ich bin doch nicht dein Hampelmann. Ja, freilich nicht. Du bist schon der Hampelmann von deiner Frau. Kannst du jetzt vielleicht trotzdem die Schnapsflasche bringen? Jetzt bin ich beleidigt. Das macht nichts. Da trinkst du jetzt einmal einen Schnaps und das hilft. Hey, schon noch. Prost. Prost, Prost. Ich bin immer noch beleidigt. Sowas vergeht halt nicht von heute auf morgen. Er braucht schon mindestens zwei Schnäpse. Ja. Also Prost, Prost. Man möchte es ja nicht für möglich halten, was so ein Schnaps für Auswirkung hat, gell? Du, mein Großvater hat schon immer gesagt, im Schnaps steckt nicht nur Alkohol, sondern auch Gesundheit. Und der hat's wissen müssen, der ist ja 90 geworden. Ha, so alt wärst du bestimmt nicht. Ja, da seid ihr endlich ihr zwei. Es ist aber langsam Zeit geworden jetzt. So, aber der schaut wirklich langsam alt aus. So alt wie der ausschaut, wird er gar nicht. Ja, ja, lässt jetzt hier ruhig weiter. Wenn ich euch jetzt eine Neuigkeit erzähl, was glaubt's, wie alt ihr dann ausschaut? Was gibt's denn für eine Neuigkeit? Man hat uns gesehen. Wo haben wir uns gesehen? Also pass auf, ich und der Gustav. Ja. Und der Esel nennt sich immer zuletzt. Ja, das hab ich ja gemacht. Nicht? Also wir waren letzte Nacht draußen im Wochenendhaus vom General. Ja, wer hat euch da gesehen? Und vor allem, was hat er gesehen? Alles hat er gesehen. Der Bader. Der Bader? Genau, der hat das gesehen mit der eingeschlagenen Fensterscheibe und das mit dem Hoser. Moment einmal, was hat denn die eingeschlagene Fensterscheibe mit der Baugenehmigung vom General zum tun? Ich sehe da überhaupt keinen gemeinsamen Nenner. Da, den habe ich in der Schule schon nie gesehen, diesen gemeinsamen Nenner. Ja, du bist ja auch ein bisschen blöd. Ja. Es ist immer wieder nett, wenn man merkt, dass man gute Freunde hat. Jetzt komm endlich zur Sache. Was hat das mit der Fensterscheibe zum tun? Ja, die habe ich eingeschlagen. Du? Ja. Aber wieso denn? Hast du den Schlüssel verloren? Ich habe den Schlüssel nicht dabei gehabt. Also habe ich mit dem Suff die Fensterscheibe eingeschlagen und bin beim Fenster reingekraxelt. Und da hat dich der Bader beobachtet. Ja, nicht nur der. Er hat gesagt, er hätte einen Zeugen dabei gehabt. Ja, mein, wer den Bock zum Gärtner macht, kriegt ein Mistfreihaus. Du kannst ganz schauen, was du den Bader zum Schweigen bringst. Wenn das im Dorf bekannt wird, dann kannst du den Hut nehmen. Das weiß ich selber auch, Männer. Darum habe ich euch ein Herbstreit. Wir müssen was unternehmen. Ja, genau. Ich weiß ja schon was. Ja? Ja. Ja. Du gibst den Bader zur Jagd frei, du machst einen Treiber, ich halte ihn für eine Wildsau und peng. Hirsch. Nein, nicht Hirsch, eine Wildsau. Du sag einmal, der Bader hat sich denn nicht einmal für deine Tochter interessiert? Ja, das Thema hat sich erledigt. Ja, wir haben klar gemacht, er soll die Finger von meiner Silfe erlassen, sonst hat er bald keine mehr. Jetzt wäre das Thema aber wieder aktuell. Ja, komm, sieh mal bitte. Hm? Kümmert dich um deine Sachen und misch dich gefälligst nicht in meine Familienangelegenheiten. Ich wollte dir doch bloß einen guten Rat geben, wenn du wieder rauskommst. Eine alte Regel besagt, kannst du deinen Feind nicht besiegen, dann verbünde dich mit ihm. Ja, sonst noch was, lieber der Schiersignor. Darauf habe ich das Monopol. Ja, dann mach, was du willst. Einen besseren Rat habe ich nicht. Führt euch. Übrigens, wenn ich mir das genau überlege, kenne ich den Zeugen vom Bader. Und du kennst ihn auch. Ja? Ja? Wen denn? Deine Tochter. Ja, ja, du. Ja, ja. Du Bürgermeister, wirst du vorhin noch nicht da warst, gell? Ist da so ein Hosal ging. Und mit diesem Hosal hat er dann deine Tochter, die Silvia, vor der Nase so rumgewackelt, gell? Ja, genauso wie die andere heute Nacht, die Linda. Geh okay, weg, du kannst schmarrn da her. Außerdem weißt du gar nicht, wie die Linda das Hosal geschwenkt hat. Du warst noch stark besoffen. Ja, ja. Ich weiß vielleicht nicht mehr alles ganz genau von der Nacht, gell? Aber das weiß ich noch ganz genau. Und vor allem. Weil du da so wild drauf geworden bist. Jetzt hör endlich einmal deine Sauferei auf. Ja, sonst kriegst du wirklich noch Halluzinationen. Herrschaftszeiten, ich darf gar nicht dran denken, wie die Silvia das wirklich gesehen hat. Oh Gott. Und mein Alte, wenn ich das erst erfahrt, ja, dann nützt der goldene Ring auch nichts mehr, den ich vorher geschenkt hab. Was?
du hast dir einen goldenen Ring geschenkt. Ja, weißt du, ich hab vor längerer Zeit schon mal so einen goldenen Ring gekauft, so für, naja, so für alle Fälle halt. Ah. Heute war so ein Fall. Einen goldenen Ring hast du gekauft? Ja. Ja, der kostet doch einen Haufen Geld. Ja, Hund, kostet die Frau vielleicht nix? Doch, Überwindung. Ja. Entschuldige. Dir ist schon klar, dass mir bei der nächsten Wahl keiner mehr weit bin, das bekannt wird? Nein. Das kannst du nicht sagen, Bürgermeister. Nein. Jeder intelligente Mensch wählt dich trotzdem. Ja, die Mehrheit war mir lieber. Ja, dann musst du dich mit dem Bader einigen oder du musst ihn unterschießen. Ja, weder noch, keines von beiden. Nein. Ich muss das Schriftstück einfach mit dem Finger kriegen, verstehst? Dann hat der Bader keinen Beweis mehr gegen mich und er kann uns auch vor dem Gemeinderat nicht bloßstellen. Das ist ja ganz gut. Weißt du was? Du gehst jetzt in das Wochenendhaus vom Generalen aus und schwingst dieses Mal deine Unterhosen rum. Ja, du, ja, vielleicht druckt die Linda das Schreiben freiwillig raus. Nein. Du gehst raus. Mit deinen Unterhosen? Nein, bist du ein Deckel. Weh, du kommst ohne dieses Schriftstück wieder zurück. Nein, das kannst du nicht von mir verlangen. Die ist ja im Stand und zieht die Hose noch einmal aus. Und was mach ich dann? Ja, stark bleiben, das kannst du. Gestern hast du es jedenfalls kennen. Gestern, da war ich besoffen. Heute bin ich nüchtern. Und wenn ich nüchtern bin, kann ich für nichts garantieren. Oh, da kommt der Bader. Verschwind. Ja. Grüß Gott, Herr Bader. Auf Wiedersehen. Herr Bürgermeister, ich habe mich gebessert. Diesmal habe ich die Klingel benutzt. Herr Bader, ich bitte Sie, ein Mann wie Sie, bitte nehmen Sie Platz. Ja, danke. Der darf doch auch ohne zu klingeln mein Haus betreten, wo Sie doch schon fast einmal mein Schwiegersohn waren. Ja, stimmt. Ja, das wollte ich einmal. Ja, eben. Boah, es ist doch nur recht und billig, dass Sie das immer noch werden wollen, nicht wahr? Schließlich ist meine Silvia doch ein hübsches Mädel. Ja, das ist sie wirklich. Ich sehe es auch immer noch gern. Na, das freut mich. Aber das ist auch schon alles. Mehr ist nicht mehr. Das ist alles? Mehr ist nicht mehr? Mhm. Wollen Sie vielleicht sagen, Sie steigen meiner Tochter nicht mehr nach? Nein, das habe ich nicht mehr nötig. Ach doch, schau her. Sind Sie anderweitig fündig worden, ha? Sagen Sie mal, Herr Bürgermeister, wollen Sie mir vielleicht als Gegenleistung Ihre Tochter anbieten? Wie kommen Sie denn da drauf, Bader? Erstens hat meine Tochter nicht nötig, dass sie angeboten wird. Das stimmt allerdings. Und zweitens verstehe ich Ihre Bemerkung mit dem Anbieten ja wirklich nicht. Also, ich denke da an jemand, der nachts eine Fensterscheibe vom Rathaus eingeschlagen hat. Und an eine schöne Frau, die zwar ein Höschen getragen hat, aber nicht an der Stelle, wo es hingehört, sondern in der Hand. Das ist ja äußerst interessant. Sie, Bader, Sie müssen mir versprechen, dass Sie mich unbedingt mal zu so einem Ausflug mitnehmen. Ja, da versäumt man ja direkt was, wenn man da nicht dabei gewesen ist, gell? Darauf geht's also hinaus. Ja, da geht's hinaus, ja. Herr Bürgermeister, ist Ihnen eigentlich klar, dass ich mich in einem Gewissenskonflikt befinde? Ein Gewissen? So was haben Sie ja. Schauen Sie, auf der einen Seite fühle ich mich verpflichtet, den Kollegen vom Gemeinderat mitzuteilen, was ich gesehen habe. Auf der anderen Seite wäre es mir gar nicht recht, wenn man Sie als Bürgermeister absetzen täte. Sie waren doch immer so kooperativ. Bader, das freut mich, dass Sie mich als Bürgermeister behalten wollen. Aber ihr wisst wirklich nicht, wie Sie an meinem Stuhl sägen wollen. Also gut. Da muss ich halt doch die starken Geschütze auffahren. Ja, fahren Sie es auf. Schau, das Corpus Delicti ist im Anmarsch. Das was? Das Corpus Delicti, das Höschen schwingende Rasseweib. Was? Um Gottes Willen. Ui, ja, die geht mir gerade noch. Sagen Sie mal, kennen Sie diese Frau? Ja, vom Sehen, mit einem Höschen in der Hand. Sie haben die schon ohne Hose gesehen? Nein, nur mit. Mit, Bader, verschwinden Sie. Pressiert aber überhaupt nicht, gell? So wie es ausschaut, wollen Sie mich bei dem Gespräch mit der Dame nicht dabei haben. Ja, Bader, sehen Sie, das scheint einer der wenigen Vorzüge zu sein,
dass Sie eine schnelle Auffassungsgabe haben. Ah, das Wichtigste hätte ich ja fast vergessen. Eigentlich wollte ich um die Hand Ihrer Tochter anhalten. Jetzt auf einmal. Vorher haben Sie es abgelehnt. Nein, ich habe nicht abgelehnt. Ich habe nur gesagt, dass ich es nicht nötig habe, ihr nachzusteigen. Wiederschauen, ziehe! Verschwind, du alter Steiger, du! Oh, grüß Gott, schöne Frau. Geht's da rein, Sie werden schon erwartet. Hallo! Na, Herr Bürgermeister, wer hätte denn gedacht, dass wir zwei uns so schnell wiedersehen? Oh, welch Glanz in meiner tristen Hütte! Freut mich, Sie bei mir begrüßen zu dürfen, Frau Steinbeißer. War das nicht ein schöner Abend, draußen in unserem Wochenendhaus? Das kann man wohl sagen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Was kann ich denn für Sie tun? Naja, es ist mir ja direkt ein bisschen peinlich, dass ich heute mit der Angelegenheit zu Ihnen kommen muss. Aber ich bitte Sie, das braucht ja doch nicht peinlich zu sein. Nur raus damit! Was glauben Sie, was die Sie für Menschen alles gehört haben? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein. Nicht das, was Sie meinen. Aber ich bitte Sie, Herr Bürgermeister. Nein. Ich denke doch nicht schlecht. Sowas gibt's bei mir nicht. Also, was kann ich für Sie tun, Frau Steinbeißer? Linda. Wir sind uns doch gestern einig geworden, dass Linda zu mir singt. Selbstverständlich. Also, was kann ich für Sie tun, Linda? Ich komme wegen letzter Nacht. Naja, also, irgendwie haben Sie da aus Versehen was mitgenommen. Ich soll aus Versehen was mitgenommen haben? Ja, nicht mit Absicht, bestimmt nicht mit Absicht, da bin ich mir ganz sicher. Aber naja, irgendwie haben wir doch ein bisschen zu viel getrunken und da haben sie es halt dann versehentlich mitgenommen. Ich kann mich beim besten Willen nicht dran erinnern. Aber das ist doch ganz klar, Herr Bürgermeister, wo wir doch alle drei so viel getrunken haben, nicht? Naja, vielleicht haben sie es eingesteckt, ohne dass sie es gemerkt haben. Ach, die meint das Hösal. Wie wär's denn, wenn's einfach mal nachschauen? Ja, das wär das Beste sein. Vielleicht ist das Hosel in meinem Höserl, gell? Ich meine, in meinem Höschen, das ich gestern angehabt hab, gell? Eine gute Idee. Ich bin gleich wieder da. Pressiert nicht. Hat mir gestern was unterschrieben? Das muss doch da irgendwo sein. Der hätte mir alles unterschrieben gestern Nacht. Alles. Ja, aber du musst doch nicht immer so neugierig sein. Ja, aber was möchtest du denn jetzt da dabei? Frau Steinbeißer, das ist eine Freude, dass Sie wieder mal zu mir kommen. Was kann ich denn für Sie tun? Sie möchten was abholen? Für wen denn? Für meinen Onkel. Ach, für den Onkel möchten Sie was abholen? So. Wer sind denn Sie überhaupt? Die kennen ja gar nicht. Das ist doch die Nichte vom General. So, und für den Herrn Generalonkel möchten Sie was abholen, ja? Genau. Ja, können Sie sich ausweisen? Wieso? Ja, wieso? Entschuldigen Sie mal. Ich kann doch nicht irgendjemand was in die Hand geben, nur weil er sagt, er muss für den Herrn General was abholen. Also, ich bin doch nicht irgendjemand. Ich bin die Nichte vom General. Tut mir leid, da brauche ich Beweise. Kanonen, Säbel, Panzer oder zumindest einen Ausweis, nicht? Ich hab keinen Ausweis dabei. Ja, tut mir leid. Vorschrift ist Vorschrift. Ich brauche keinen Ausweis. Ich weiß, wer ich bin. Ja, Sie wissen es, wer Sie sind, gute Frau, aber ich weiß es nicht. Schauen Sie, ich bin doch hier ein Amt. Was bist du? Eine Amtsperson meine ich natürlich nicht. Und vor einem Amt ist man erst der man ist, wenn man sich ausweisen kann. Herr Bürgermeister? Würdest du vielleicht in Folge eine Tasse Kaffee machen? Ich glaube, sie braucht einen. Wir sind doch kein Kaffeehaus. Also, wurscht. Ich mag gar keinen Kaffee. Sie mag gar keinen Kaffee. Sie braucht aber jetzt einen, sie weiß es bloß noch nicht. Guck mal, so mach's. Also, sagen Sie mal, was soll denn das ganze Theater? Ich möchte doch bloß. Lieben drum, meine Frau darf doch um Gottes Willen nichts von der ganzen Angelegenheit erfahren. Ja, wenn Sie das gestern nicht mitgenommen hätten, dann wäre ich doch heute gar nicht herkommen. Also, krieg ich's jetzt endlich. Was ist jetzt wieder? Alles! Oh, da kommt jemand, der darf es unter keinen Umständen bei mir sehen. Rein! Das kennt doch nicht! Keine Widerrede von rein! Alles! Alles! Du, alles! Hast du das dabei? Seit wann reichst denn du bei mir? Was? Also, was? Na du, also wenn mir eingekommen. Hast du das dabei?
Meine Frau. Was interessiert mich die Frau? Die ist doch völlig überflüssig. Ah, hast du das auch schon gespannt? Ich möchte wissen, ob du das Dokument dabei hast. Also, wenn mir ein Alter kommt, sagst du, ich bin nicht da, gell? Na, nicht da, nein, nicht da, nein. Nicht da, nein. Wo ist er denn jetzt? Wo ist wer? Der Gustav! Ja, du bist gut, Kathi. Hab ich nicht zu dir gesagt, du sollst ihn gleich zu mir schicken, wenn er kommt. Okay, ich hab doch gesehen, dass er gerade da reingegangen ist. Ja, dann hast du mehr gesehen wie ich. Na, mach mich nicht schwach. Na, wir kommen mit dazu, da weiß ich mir schon was Besseres. Wo ist jetzt der Kaffee? Na, wo ist jetzt ich? Hilde, ist mein Mann bei dir? Was soll denn dein Mann bei mir? Da hast du auch wieder recht. Was soll er bei dir, wenn er mich hat? Was soll denn das heißen? Ja, das soll heißen, dass ich schon so gut wie nichts von ihm hab. Ja, bei dem Lied kann ich auch mitsingen. Ach, ihr wollt singen jetzt wohl? Dann geht's in die Küche raus. Singt's aber bitte nicht zu laut, gell? Alles! Alles! Ja, du, alles da, Gustav! Alles da drin! Gustav! Du, alles da drin! Es ist ja nicht so, wie du meinst. Ah, nee. Nein. Dann sagst du mir jetzt, wie es ist. Ja, ich hab doch keine Ahnung gehabt, dass da eine Frau drin ist. Ja, du, und die wollt was von mir, aber ich nicht von ihr. Ja. Nein. Was tut denn die Frau da drin? Ja, das werden wir jetzt gleich wissen. Moment. Hallo, was machen Sie da drin? Ha? Sie haben mich doch da rein geschickt. Und ich schicke gerne jetzt wieder raus. Ich lass doch nicht zu, dass unsere Freundin in unserem Haus belästigt wird. Naja, ich hab schon verstanden. Ich geh schon. Aber nur, weil ich mir Verstärkung hol. Und dann komm ich wieder. Wer ist denn die Frau? Und was möchte ich da? Das ist doch die Nichte vom General. Was? Vom General? Der, wo sein Wochenendhaus ohne Genehmigung umgebaut hat? Ja, 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 genau von dem. Aha. Ja, dann wissen wir ja jetzt auch, was das Weibsbild von euch wollt. Aber ihr habt es ja doch hoffentlich nicht gegeben. Ja, natürlich haben wir es ja nicht gegeben. Ja, obwohl sie es mit allen Mitteln probiert hat. Hä? Ja, sie wollte den Gustav sogar verführen. Ja, 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 ja. Ja, aber sowas kann man doch mit dir nicht machen. Ja, genau. Mit mir doch nicht. Da hat sie sich den Falschen rausgesucht. Ja, da ist der Haberer stur. Was hat denn die Frau überhaupt da drin zum Suchen gehabt? Daran ist bloß die Katze schuld. Ja, daran bist bloß du schuld. Was, ich? Ja, wer fangst denn jetzt alle zwei Spinner an? Der Gustav, der hat so Angst gehabt vor dir und wollte sich da drin verstecken, nicht? Und ist dann reingelaufen. Ja. Und diese Generalsnichte gleich hinterher? Ja. Ja, wahrscheinlich hat sie sich gedacht, wenn sie mich nicht kriegt, dann probiert sie es halt bei ihr, gell? Ja, und warum versteckst du von mir? Weißt du, doch meine auf die Nasen aufgehaut hast. Mein Gott, weil mir da jetzt einmal die Hand ausgerutscht ist. Brauchst du doch nicht die ganze Zeit von mir verstecken. Das tut mir doch schon wieder leid. Na, Gustav, komm, Gustav. Ja. Wir müssen in die Gemeinde rüber, wir müssen noch was Wichtiges besprechen. Ja, genau. Wir müssen noch in die Gemeinde rüber und was Wichtiges besprechen. Ja. Wichtige Besprechung, ganz wichtig. Also. Du kannst sagen, was du magst, aber da ist irgendwas faul. Meinst? Ich hab irgendwas angestellt. Ich kenn doch meinen Alten. Okay, in der kurzen Zeit, was der mit dem Weibsbild da drin war, da kann er doch nicht viel angestellt haben. Ich mein doch auch nicht jetzt, vorher schon. Du, vielleicht hat das ja was mit der vergangenen Nacht zu tun, wo die zwei so spät heimgekommen sind.
Aber das bringen wir raus. Verlass dich drauf. Da schau her. Der grüne Freddy und die Tochter vom schwarzen Bürgermeister in aller Öffentlichkeit. Jetzt sag bloß, dein Vater hat schon ja gesagt. Nein, noch nicht. Es wird ihm aber nichts anderes überbleiben. Ja, ist denn da schon was unterwegs? Tja, einer von uns hat anscheinend nicht aufgepasst. Ja, Hilde! Sag einmal, hast denn du deine Tochter nicht aufgeklärt? Red doch keinen Schmarrn. Also, meine Mama hat ja wie gesagt, Kathi hat's gesagt, die Sachen, die am schönsten sind, die sind entweder verboten, unmoralisch oder machen dick. Also, lass den Finger da. Dann waren Sie aber anscheinend kein folgsames Kind. Na mei, ich is halt so gern. Habt ihr mit dem Papa schon geredet? Ja, den ersten Versuch haben wir schon unternommen, aber es ist leider nichts draus geworden. Naja, warten wir halt auf die nächste Gelegenheit. Ja, da glaube ich aber nicht, dass heute der richtige Tag ist dazu. Der hat irgendwas angestellt. Weißt du was, Mama? Na, ich weiß nichts, aber ihr wisst scheinbar was. Also, ich glaube, Sie verdächtigen Ihren Mann zu Unrecht. Ja, das werden wir ja dann sehen. Wir bringen ihn schon raus. Katze, komm, gehen wir. Wir bringen schon raus. Also. Jetzt wird es aber höchste Zeit, dass die Sache erledigt wird. Sonst kommt es zum richtigen Krach zwischen meinen Eltern. Bin doch schon dabei. Bin schon im Endspurt. Okay, ich hätte mich gar nicht drauf einlassen sollen. Was? Was? Dann willst du mich nicht heiraten? Okay, Schmarrn. Ich bin alt genug und brauch zum Heiraten nicht den Segen von meinem Vater. Na. Das hört sich aber gar nicht an nach dem braven Töchterchen vom Bürgermeister. Das bin ich ja noch nie gewesen. Ach, drum hast du mich so lange zappeln lassen. Hm? Du wolltest noch andere Männer ausprobieren, ja? Obwohl du ganz genau gewusst hast, dass ich seit 3 Jahren ein Auge auf dich geworfen habe. Das war aber dein Fehler. Ein Auge allein reicht bei mir halt nicht. Da habe ich dann immer das Gefühl, dass das andere nach andere Frauen schaut. Ich wollte immer nur dich. Ja, und ich wollte bloß dich. So. Und jetzt schaust aber, dass du das geregelt kriegst, dass wir endlich heiraten können. Mein Vater hat schon genug Blödsinn gemacht. Langsam mache ich mir Sorgen. Ich nicht. Du, wenn ich mir um ihn Sorgen mache, hast du dir gefälligst auch Sorgen zu machen. Also ich kann deine Sorgen nicht teilen. Wenn man verheiratet ist, teilt man aber seine Sorgen. Und wenn man keine Sorgen hat? Die kommen schon noch, verlass dich drauf. Oh, jetzt kommen sie wieder zurück. Und der Papa ist recht würdig. Super. Wenn der würdig ist, kann ich am besten mit ihm verhandeln. Komm, wir verziehen uns ins Gästezimmer. Ins Zimmer? Da komm ich immer. Na. Ich möchte bloß wissen, für was ich die hab. Die kommen doch wirklich zu nichts brauchen. Wieso bist du eigentlich im Gemeinderat? Damit du einen mehr hast, der für dich nickt. Das Einzige, was du kannst. Mein Gott, jeder Politiker und Staatsmann hat seine Berater, verstehst du, und Helfer, die für einen die Kastanien aus dem Feuer holen. Bloß ich hab keine. Das liegt nur daran, weil deine Kastanien viel zu tief im Feuer liegen. Du bist mein schöner Freund, auf die kann man sich verlassen. Ja, was hätte ich denn machen sollen, wenn das Wochenendhaus abgeschlossen ist? Hätte ich vielleicht auch die Fensterscheiben einschmeißen sollen, wie du. Ja, für mich hättest du das schon machen können. Ja, hättest du dich von dieser höchsten schwingenden Sexbomben nicht verrückt machen lassen? Hättest du dich nicht so voll laufen lassen, dann hättest du es vielleicht verhindern können. Ui, die kommt tatsächlich wieder zu mir aufs Haus zu. Ich möchte bloß wissen, wieso die so eine Unterhose hängt. Ja, die wird doch nur ein Wort haben. Du, vielleicht hat die das Dokument dabei. Das wäre möglich, ja. Das wäre sogar ziemlich sicher. Los, verschwind. Nein, das geht jetzt nicht. Du brauchst mich. Ja, natürlich, ja. Das habe ich gemerkt, was du für mich für eine Hilfe bist. Ja. Los, hau ab da. Nein, nicht schon wieder da, ne. Das ist was anderes. Na, hol mich da, da geht's ja auch nicht. Da hockt bestimmt meine Frau draußen. Ui. So bist du schon spät. Ach, oh mein Lieber, weißt du was? Die nehmen wir jetzt zu zweit in die Mangel. Nein, dann habe ich eine viel bessere Idee. Du empfängst sie. Sagst einfach, mir hat's zerrissen. Nein, alles! Das kommt mit Mager, alles! Ah, der Bürgermeister! Das ist aber
aber nett, dass ich Sie allein antreff. Da lässt sich doch viel besser miteinander reden. Der Bürgermeister ist nicht da. Haben Sie mich jetzt erschreckt? Ja, was glauben denn Sie, wie Sie meine Frau erschreckt haben, weil Sie mich so voller Lippenstift gemacht haben? Also, ich hab nichts gemacht. Kann ich jetzt den Bürgermeister sprechen? Das wird nicht gehen. Mein Gott, mit einer rede ich doch gar nicht. Jetzt holen Sie mir den Bürgermeister. Ja, das wird nicht gehen. Reden Sie nicht so dumm daher und holen Sie mir jetzt bitte schön. Das wird nicht gehen. Und warum geht das nicht? Den hat's zu wissen, sowieso. Sie? Wären Sie jetzt nicht unverschämt? Ich sag's bloß, wie es ist. Ach, ich verstehe. Sie wollen also damit sagen, dass er was zerrissen hat? Nein. Nicht er hat was zerrissen. Ihn hat's zerrissen. Sie, ich hab keine Zeit für solche Spielchen. Spielchen? Das ist doch genau das, was wir gestern Nacht auch gemacht haben, he? Im Wochenendhaus draußen. Ja, und da habt ihr doch was mitgenommen. Ich hab nichts mitgenommen. Aber der Bürgermeister. Ja, den hat's doch zerrissen, so wie ich sagen. Sie, jetzt hab ich's aber langsam satt. Jetzt holen Sie mal augenblicklich den Bürgermeister her. Ja, aber wenn's ihn doch zerrissen hat. Na, wenn's ihn zerrissen hat. Wenn der was zerrissen hat, was mein Eigentum ist, dann werde ich Mittel und Wege finden, dass ich mir's wieder zurückhole. Haben wir uns da verstanden? Ich verstehe nur selber Spielchen. Spulen Sie immer den dummen August! Nein, Gustav, nicht August. Ich schreie das ganze Haus zusammen und die umliegenden Nachbarn an! Nein, um Gottes Willen, das dürfen Sie nicht machen! Da meinen die Leute am Ende, ich hätte Ihnen was angetan! Genau das werde ich sagen. Ich werde sagen, dass ich im Haus des Bürgermeisters unsittlich behandelt worden bin! Nein, um Gottes Willen! Alois, bau dich wieder zusammen! Komm rein! Ja, die schöne Linda ist noch da. Ich hab schon gedacht, sie wäre vielleicht heimgefahren. So geht uns doch nicht so scheinheilig. Sie wissen genau, warum ich hergekommen bin. Nein, ich weiß es beim besten Willen nicht. Also, irgendwie haben Sie mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Aber, Herr Bürgermeister, können wir denn das nicht unter vier Augen bereden? Die haben es einfach so, als ob ich gar nicht da wäre. Gestern Nacht hat es doch auch geklappt. Gestern waren Sie auch besoffen. Ja, besoffen? Ah, mei, bin ich wohl, gell? Dann bin ich immer besoffen. Sag mal, können Sie denn nicht ein bisschen vor die Tür schicken? Ja, wenn er nicht zu besoffen ist, gell? Also, wollen Sie mich vielleicht auf den Arm nehmen? Nein, um Gottes Willen, heute nimmer. Gestern hätte ich Sie liebend gerne in den Arm genommen. Aber da wollten Sie auf einmal nicht mehr. Ja, weil da haben Sie schon das gehabt, was Sie wollen haben, nicht? Die Unterschrift und den Stempel. Ach, so ist das. Sie sind beleidigt und darum haben Sie es mitgehen lassen. Aber, das kann man doch ändern. Sie geben es mir zurück und ich verspreche Ihnen, Sie dürfen mich auch mal in den Arm nehmen. Du, die möchte tatsächlich die Unterhosen wieder. Was mache ich denn jetzt? Gib mir die deine, du Depp! Ja, Bürgermeister, schauen Sie mal, was ich da hab. Ja, da ist ja! Bei dem Spielchen haben wir uns doch gestern so gut verstanden. Sie vergeben es mir zurück und ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht brauchen. Sie haben doch eines! Herr Bürgermeister, dann haben Sie doch Sie wieder an sich genommen. Ja, aber was ist noch das? Das ist eins von meinen Hosen, davon gibt's hunderte. Aber von dem Schreiben gibt's nur eins. Ja, wem sagen Sie das? Und das möchte ich wieder haben. Ja, ich auch. Geht's jetzt immer noch um die nachträgliche Baugenehmigung für das Wochenendhaus, das ohne Genehmigung gebaut worden ist? Wer ist denn das? Ich bin Gemeinderat, so wie der da. Also, darf bei Ihnen eigentlich jeder Gemeinderat einfach so daherspazieren und mitreden, wie es ihm gerade so passt? Nein, nicht jeder, aber ich schon. Stehen Sie doch mal bitte auf. Aufstehen! Also, Sie Vater, jetzt machen Sie aber einen Punkt, ja? Punkt! Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um das Schriftstück handelt? Also, es handelt sich wirklich um ein Schriftstück. Aber ich bin mir noch nicht ganz im Klaren, ob Sie da überhaupt Kompetenz haben. Nein, das ist er wirklich nicht. Der glaubt bloß, dass er immer und überall mitreden muss. Sie war auch da drin. Also, das habe ich genau gesehen. Er war da drin und sie war auch da drin. Wer ist wo drin?
deine Tochter, die Silvia. Ach, spinnst du? Oh, ja, ich habe jetzt das Gästezimmer aufgeräumt. Was? Jetzt kann es wieder benutzt werden von unseren Gästen. Moment, Silvia, halt einmal, bleib einmal da. Komm sofort da her. Sag mal, Bader, was haben Sie mit meiner Tochter in unserem Gästezimmer verloren? Ich habe die Aufräumarbeiten überwacht. Das geht schon, Drigo. In meinem Haus habe nur ich die Aufsicht, gell? Selbstverständlich, Herr Bürgermeister. Aber Sie waren gerade nicht da. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Sie war doch da drin, ja. Was ist los? Das kennst du bereits, was Sie machen. Hausfriedensbruch. Herr Bürgermeister, ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie sich jetzt erstmal um meine Probleme kümmern. Ihre Privaten interessieren mich nämlich überhaupt nicht. Ja, aber mich? Ja, dann geben Sie mir doch das Schriftstück, das gestern unterschrieben haben. Dann sind Sie mich auf der Stelle los. Was wollen Sie? Das Schriftstück. Die nachträgliche Genehmigung für das Wochenendhaus. Ja, aber die haben doch Sie. Mein Gott, wenn ich es hätte, dann wäre ich doch heute nicht herkommen. Sie haben doch das gestern wieder mitgenommen. Vor lauter Wut, weil Sie bei mir nicht zum Zug gekommen sind. Na. Wir reden denn Sie mit unserem Bürgermeister? Genau, na. Wir reden Sie mit dem Bürgermeister. So ein Schmarrn. Dann haben Sie vielleicht dieses Dokument gar nicht mehr. Nein, das sag ich doch. Es ist mir abhanden gekommen. Ja, du Lump, du warst du schon draußen im Haus, ha? Sie war da drin. Ich bin also doch nicht blöd. Das hat auch keiner behauptet. Wo ist das Dokument? Die zwei waren heute Vormittag schon beieinander. In diesem Zimmer da drin. Du Depp, du, von was redst denn du? Ja, von deiner Tochter. Sie war da drin und er war auch da drin. Was interessiert mich jetzt die Silvia? Ich möchte wissen, wo du das Dokument hast. Herr Bürgermeister, jetzt gib's mir augenblicklich dieses Schriftstück. Das ist mein Eigentum und irgendjemand hat's aus dem Wochenendhaus von meinem Onkel gestohlen. Recht hat's. Alois, du musst dein Eigentum wieder zurückgeben. Gott sei Dank, dass du da bist. Sieh mal. Was? Oh, nicht jetzt. Du, ich werde da herin behandelt wie eine Aussätzige. Das ist ein Skandal. Ja, jetzt bin ich ja da. Also, was ist jetzt da los? Gibst du der Dame ein Schriftstück wieder zurück? Ich hab schon nicht, ich darf sie selber gern haben. Aber, meine Herren, hier liegt's doch. Sie meinen doch dieses Schreiben hier. Was ist das? Wo haben Sie das her? Ja, es ist hier auf dem Tisch gelegen. Gebt sofort das Dokument her! Das gehört mir! Bader, gebt das Dokument sofort der jungen Dame! Bader, Sie geben das mir! Sie geben das mir, verstanden? Aber meine Herren, Bader, wenn Sie meinen Schwiegersohn wehren wollen, dann gibt's mir augenblicklich das Dokument. Bader, ja? Ein guter Gemeinderat hat die Pflicht, das Dokument der Dame zu geben! Aber meine Herren, bedrängen Sie mich doch nicht so! Es ist mir natürlich peinlich! Ich hab gar nicht gewusst, dass ich bei Ihnen so beliebt bin! Wo ist denn das Dokument? Ja, Kruzi Dirken, wo ist das Dokument? Ha? Also, ja, ich hab soeben der Dame gegeben. Tja, Ladies first. Was haben Sie gemacht? Da sind Sie nicht mehr ganz richtig im Kopf. Brav, Bader. Ich hab gar nicht gedacht, dass Sie so ein patenter Mensch sind. Werde bei Gelegenheit schon erkenntlich zeigen. In schwierigen Situationen sieht man dann erst die wahre Stärke eines Mannes. Es ist mir wurscht, wie stark der ist. Den Kerl bring ich um. Nur keine Angst. Die, was der umgebracht hat, die leben alle noch. Wenn Sie mal meine Hilfe brauchen, rufen Sie mich an. Da haben Sie meine Privatnummer. Nächste Woche, da können wir endlich die leidige Geschichte mit dem Wochenendhaus ad acta legen. Wir machen uns doch schon lächerlich im ganzen Kreis. Jetzt hat der Bürgermeister persönlich die nachträgliche Genehmigung unterschrieben. So wird es ja nächste Woche beschlossen. Schluss aus. Wir müssen gegenüber der Bevölkerung Stärke zeigen. Recht haben Sie, Herr Kollege. Wir müssen endlich Stärke zeigen. Das hat ein Nachspielbader, ja. Das schwöre ich Ihnen. Komm, sei doch froh, dass der Kerl endlich vernünftig geworden ist. Weißt du was? Machen zu deinem Schwiegersohn. Dann ist gleich Ruhe im Gemeinderat. Also, alles klar? Führt euch. Respekt, Bader. Respekt, Bader. Gustav, bring du bitte den Kerl für mich um. Ich darf nicht, ich bin der Bürgermeister. Ich trau mich nicht. Okay, du wirst doch keine Angst haben, falls er was wurscht denn da? Ja, Angst habe ich keine, aber der hat mich schon zweimal in den Sitzungen zur Sau gemacht. Und wenn ich ihn jetzt umbringe, macht er mich in der nächsten Sitzung wieder zur Sau. Ja. Du Depp, du! Seitdem Sie bei uns im Gemeinderat sind, haben Sie uns nur Schwierigkeiten gemacht. Nur Schwierigkeiten. Aber das, was Sie sich jetzt geleistet haben, das ist wirklich der Gipfel. Ja. Wieso geben Sie das Dokument nicht mir? Aber Herr Bürgermeister, das war doch nur in Ihrem Interesse. Ach, übrigens, ich habe mich jetzt entschlossen,
dass ich doch Ihre Tochter heirate. Und das trauen Sie sich mir ins Gesicht zu sagen. Hast du das gehört? Hast du das gehört, was der gesagt hat? Hast du das gehört? Ja! Ich höre noch gut, Papa. Verlassen Sie augenblicklich mein Haus. Moment. Silvia. Ich glaube, da habe ich auch noch Wörter zu mitreden. Silvia, gut, das kommt, stell dir mal vor, dieser Hans Wurst, der möchte dich heiraten. Sag ihm doch einmal deine Meinung. Meine Meinung? Ja, bitte. Das ist meine Meinung. Das ist deine Meinung. Hey, spinnst denn du auseinander? Bist du narrisch? So ein Pharisäer kommt man nicht in mein Haus. Vielleicht solltest du den Freddy auch mal was sagen lassen, Papa. Na, gern, gern. Den lasse ich gern was sagen. Vielleicht ein paar Worte bei seiner eigenen Beerdigung. Und jetzt raus. Was ist denn los? Wen möchtest du denn ausschmeißen? Bitte gut, das kommt schnell vor. Dieser Mensch, der möchte unsere Tochter heiraten. Was sagst du denn da dazu? Herzlich willkommen in unserer Familie. Ja. Was ist los? Sag mal, bist du von wilden Affen gebissen? Wenn da jemand von wilden Affen bist, was ist, dann bist das du. Ich hab nämlich mitgekriegt, dass du dich gestern im Wochenendhaus vom General ziemlich schamlos benommen hast. Und da hätte ich jetzt gerne eine Erklärung dafür. Das gehört nicht daher. Und ob das daher gehört? Sofort sagst du mir, was da draußen passiert ist. Und du stellst dich dann hin und schaust mir in die Augen. Ich schau, dass ich hinauskomme. Herr Haberer! Es ist besser, wenn Sie hierbleiben würden. Jetzt wird's doch erst interessant. Mitgegangen, mitgefangen. Also los, alles raus mit der Sprache. Was ist letzte Nacht passiert? Wenn ich vielleicht dazu was sagen dürfte. Sie haben bei mir gar nichts zu sagen, gell? Glaubt diesem Menschen kein Wort, glaubt ihm kein Wort. Die kennen wir von den Sitzungen schon her. Der lügt ja wieder, was aus dem Arm aufmacht, gell, Gustav? Also, ich glaube, Sie verdächtigen die zwei vollkommen zu Unrecht. Was? Hä? Ja, schauen Sie, Ihre beiden Männer sind gestern in Ausübung ihrer Pflicht in eine hinterhältige Falle gelockt worden. Was redet denn der für einen Schmarrn daher? Lass ihn doch reden, Alois, das ist doch gut für uns. Herr Bader, reden Sie ruhig weiter. Okay? Also, das war das so. Der General Steinmeißer, der, wie jeder weiß, ein ganz gewiefter Taktiker ist, der hat unseren Bürgermeister und einen seiner Gemeinderäte zu einem klärenden Gespräch in sein Wochenendhaus eingeladen. Aber anstatt den General haben die beiden nur seine Nichte angetroffen. Und die hat der General beauftragt, dass sie die beiden Herren, naja, sagen wir mal, ein bisschen betrunken macht und bezirzt, damit der Herr Bürgermeister die nachträgliche Baugenehmigung unterschreibt. Ja, da hat uns dieser Kerl hinterrücks in eine Falle gelockt und wir sind blindlings hineingetappt. Hinterrücks und blindlings. Der liert ja noch besser wie mir. Die Dame hat sich zwar schwer angestrengt, aber bei unserem Bürgermeister ist sie an den Falschen geraten. Ja, mit mir doch nicht. Geh mit mir doch nicht. Mit mir kann man sowas nicht machen. Da bin ich stark geblieben. Ich schon. Was hab ich dann gemacht? Unser Bürgermeister hat zunächst so getan, als ob er auf die Anmache reinfallen täte. Ich bin reingefallen, ja. Nein. Er ist also mit dem vorbereiteten Schreiben zum Rathaus gegangen, um es zu unterschreiben. Das kann er nur auf dem Rathaus, hat er zu der Dame gesagt, wegen dem Dienstsiegel. Ich kann nur im Rathaus schreiben. Ja. In Wirklichkeit hat er aber ganz was anderes vor. Ganz was anderes? Mhm. Was hab ich vor? Er will sich für die Gemeinfalle rächen und hat aus der nachteiligen Baugenehmigung eine sofortige Abrissverfügung gemacht. Ich hab die Abrissbirne bestellt. Ja, ja, so wie es der Gemeinderat auch beschlossen hat. Toll. Und dieses Schreiben, das bringt jetzt die Nichte zu ihrem Onkel, dem General. Aha. Wie ist jetzt das alles? Hast du nicht gerade vorhin gesagt, der Bader, der lügt, wenn er da das Maul aufmacht? Sollen wir ihm jetzt das glauben oder nicht? Doch. Diesmal schon. Diesmal sagt er ausnahmsweise die Wahrheit. Jetzt auf einmal. Das kannst du klar, Mama. Ich hab das auch gesehen. Was? Was, du hast das auch gesehen? Ja, der Freddy und ich haben das zufällig beobachtet. Ja, die Sache wäre somit geklärt, nicht wahr? Wir waren in Ausübung unserer Pflicht unterwegs und somit ist die Angelegenheit erledigt. Ah ja, ich hab ja sowieso nie die geringsten Zweifel gehabt, dass das so war. Gell, Gustav? Ja, und warum hast du dann eine auf die Nase gehauen? Nein, ich hab ja so eine Wut gehabt.
Darfst mir einmal eins auf die Nasen hauen? Ah, das ist gut. Ja. Aber bloß, wenn ich was angestellt hab. Ja, da find ich bestimmt was. Gustav, geh weiter. Jetzt geh mal heim. Kathi, du gehst schon mal voraus, ja? Ich brauche Gustav noch für ein paar Minuten. Weißt du, wir müssen für die nächste Gemeinderatssitzung ein paar sehr wichtige Dinge noch besprechen und festlegen, gell? Ja. Gustav, lass mich aber nicht gehen, so lange. Ja. Ja, dann besprechen wir auch ein paar Dinge, nämlich wegen der Hochzeit. Na, halt, der Bader bleibt da. Entschuldige mir, seid's gut. Der gehört ja schließlich auch zum Gemeinderat, nicht? Ihr könnt dabei schon mal einen Kaffee aufstellen. Also gut, aber dann in 5 Minuten. Und das lang. Du wirst mir nämlich einiges zu erzählen haben, gell? Ich werde dir hoffentlich nicht zu viel verzeihen. Nur keine Angst, nur das, was nötig ist. Ja, was nötig ist. Nötig ist, dass ihr einen Drum umtreibt, die Hirsche Damischer. Da haben sie eine saubere Geschichte ausgedacht. Sag's einmal, wieso geben Sie dieser Dame das Dokument, das ich unterschrieben habe, wo ich nicht mehr ganz nüchtern war? Ha, wieso? Wenn Sie mich auslassen, dann werde ich reden. Ja, warum? Bringen nicht um, Alois. Da bin ich in den Sitzungen direkt fehlen. Ja. Wenn das Dokument bis nächste Woche nicht da ist, dann ist er bei der nächsten Sitzung sowieso nicht mehr dabei. Weil dann... Aber Schwiegerpapa, wer wird denn? Sag nicht Schwiegerpapa zu mir. Hast du das gehört? Sag ja nicht Schwiegerpapa zu mir. Also gut, dann halt alles, ist mir auch recht. Red's ruhig weiter, red's weiter, Herr Vater. Machst ihn einmal richtig fertig. Aber Herr Kollege, ich will ihn noch gar nicht fertig machen. Ich will ihm doch nur helfen. Ja, dann geben Sie mir das Dokument. Mein lieber Alois, was glaubst du wohl, was das ist? Sag bloß, du hast dir ein falsches Papier gegeben. Nein, ich habe schon das Richtige gegeben. Ich hab's doch gewusst, dass der blöd ist. Ich hab's doch gewusst, dass der blöd ist. Der kann immer bloß gegen was sein. Genau. Und darum war ich auch dagegen, dass unser Bürgermeister von so einem raffinierten Luder übers Ohr kaut wird. Ja, das machen ja Sie wohl lieber selber, gell? Nein. Schauen Sie, ich hab doch dieses Schreiben aus dem Wochenendhaus rausgeholt. Ja, das weiß ich jetzt auch, dass du Sie gemacht haben können. Ja, aber wieso klauen Sie erst das Dokument und geben Sie es dann der jungen Dame wieder zurück? Ja, also das darf mich jetzt auch interessieren. Für so blöd hätte ich Sie eigentlich nicht gehalten. Also, da sollte ich jetzt eigentlich schon ein bisschen beleidigt sein, dass Sie das jetzt tun. Ich hätte gemeint, ich hätte bewiesen, dass mich keiner übers Ohr hauen kann. Ich habe der Dame schon das richtige Schreiben gegeben. Nämlich das, auf dem die sofortige Abrissverfügung draufsteht. Wieso Abrissverfügung? Also ich habe in dem Schreiben nichts verändert. Ja, Sie nicht, aber ich. Die Dame hat eine Kopie von dem veränderten Schreiben. Das Original, das habe ich hier. Lass sehen. Tatsächlich. Er hat's gemacht. Er hat's gemacht. Er hat's tatsächlich gemacht. Ich meine, Sie wissen es sowieso, gell? Der hat das gemacht. Ja, aber wie haben Sie denn das gemacht? Das ist doch heutzutage kein Problem mehr. Ich habe mit der Schreibmaschine vom Rathaus die richtigen Wörter eingesetzt und das Schreiben dann kopiert. Und dieses Schreiben, das hat jetzt der General. Ja, und wie sind denn Sie überhaupt in das Rathaus hineingekommen? Ne? Ach, irgend so ein netter, freundlicher Herr hat die Fensterscheibe eingeschlagen. Aha, aber die Fensterscheibe, die zahlt der Simon. Der hat uns das nämlich alles eingebrockt. Ja, dann wäre soweit ja alles in Ordnung. Dann können wir jetzt von meiner Belohnung reden. Ja, gern. Dankeschön. Hey. Ich habe aber eigentlich an ein bisschen mehr gedacht. Kein Problem. Zweimal Dankeschön, aber das muss gehen. Ja. Also gut, dann muss ich dir halt sagen, was ich von dir möchte. Ich möchte gerne deine Tochter heiraten. Alois. Oh, wie das klingt, wenn der Alois zu mir sagt. Alois, wie das klingt. Alois, hast du das gehört? Alois, nein, für deine Zeit. Gustav, geh weiter. Jetzt gehen wir heim. Ja, natürlich. Wir sind ja schon fertig. Sind wir schon fertig? Ja, geh noch mit. Du kannst schon mitgehen. Wir sind schon fertig. Ja, komm, geh noch mit. Aber alles, na, wir sind doch noch nicht fertig. Nee, Verräter! Oh! Gustav. Ui. Komm. Ja. Jetzt am besten auch wieder heim, gell? Nein. Zuerst muss ich dir noch was sagen. Was denn noch? Deine Tochter und ich, wir haben was unternommen gegen das Aussterben unserer Gemeinde. So, was soll denn das heißen? Das soll heißen, dass du bald Großvater wirst. Was wär ich? Ja. Das ist doch nicht zu glauben. Er sieht aber doch wirklich alles mit Fleiß. Also gut,
Aber dann wird sofort geheiratet, gell? Und heute Nachmittag schreiben wir neues Aufgebot, gell? Nein, so pressiert's auch wieder nicht. Doch, das pressiert schon so. Weil diesmal möchte ich, dass wir bei der Geburt von dem Kind auch wirklich einen Einwohner mehr in der Gemeinde haben. Na, du tust ja gerade so, als wenn bei uns im Ort noch nie Kinder auf die Welt kommen wären. Ja, das schon. Aber jedes Mal, wenn bei uns im Ort ein Kind auf die Welt gekommen ist, ist gleichzeitig ein junger Mann wieder verschwunden. Ach. Das möchte ich diesmal verhindern. Ich bleib schon da. Hör dir erst mal an, was ich noch von dir möchte. Ach, das war noch nicht alles? Nein. Ich meine, heiraten hätten wir auch ohne deinen Segen können. Nein, ich möchte, dass du mich als dein Nachfolger aufbaust. Silvi, hast du das gehört? Er möchte mein Nachfolger werden. Was sagst du denn da dazu? Also, wenn er das jetzt nicht gesagt hätte, dann hätte ich dir das gesagt. Okay, Papa. Einen besseren Nachfolger kannst du doch gar nicht wünschen. Hm? Und? Ist sonst alles klar? Ja, dein Vater möchte das Aufgebot heute noch schreiben. Das hat doch nur Zeit bis morgen. Komm, Freddy. Ja, also, Wiedersehen, Opa. Meine eigene Tochter verkauft mich. Dann bin ich jetzt der verkaufte Großvater. Der verkaufte Bürgermeister. Alois? Alles kommst du? Nein. Jetzt hätten wir gerade so schön Zeit. Meine eigene Tochter verkauft mich! Was meinst du denn, Alois? Jetzt hätten wir doch gerade Zeit. Oh, Hilde. Meine eigene Tochter! Alois, schau mal, was ich da habe. Was hast du? Bist du nicht müde, hä? So munter war ich schon lange nicht mehr. Gut, aber unterschreiben tut er nichts. Thank you.